warum mehr Livestreams auf meinen Channel kommen und vor allem wann, das seht ihr in diesem Video. Also Intro ab. So, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, wieso kommen mehr Livestreams? Und vor allem wann? Das wann kann ich mit einem beantworten. Am Donnerstag kommen ja immer diese Fortnite-Lösungen bzw. Aufgaben und dann mache ich halt einen Lösungs-Livestream. Ich versuche mit euch zusammen diese Lösungen zu machen, ne? Diese Aufgaben zu lösen. Und das kann eben gut sein, dass es so 15.30 Uhr immer beginnt der Livestream ungefähr. Es kann natürlich auch mal geben, dass es eben nicht beginnt, also keinen Livestream gibt. Einerseits, weil es vielleicht keine Aufgaben gibt, also keine Aufgaben mehr gibt. Oder weil es mit meinem Internet nicht funktioniert. Das kann leider auch passieren, ja. Die eine Sache ist einfach, ja, wieso nicht mehr Livestream, ne? Ich hatte ja das Problem mit dem Aufnehmen von meiner Stimme, ja, und deswegen habe ich mehr Livestream gemacht. Jetzt ist es eigentlich wieder mehr oder weniger in Ordnung. Jetzt nehme ich halt hier mit meinem Mikrofon auf. Genau. Die eine Sache ist noch, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mich gerne auf Twitch abonnieren, beziehungsweise followen. Abonnieren wäre das falsche Wort dort. Und wenn ich 50 Follower habe, dann werde ich sicher versuchen, noch viel regelmäßiger zu streamen. Meistens ist es so, dass etwa jeden zweiten Tag ungefähr ein Stream momentan auf meinem Kanal kommt. Das kann ich aber nicht versprechen. Und ich werde es auch nicht versprechen, ne? Ich kann auch nicht versprechen, dass immer dann, wann es genau angezeigt wird, der Stream dann beginnt, ne? Wenn ich jetzt sage, heute um 19 Uhr, dann kann es heute um 17 Uhr sein schon, ne? Oder später oder gar nicht, ja, das ist so eine Sache. Eine Sache, was ich auch noch bemerkt habe auf Twitch, ist nach dem Verarbeiten des Streams die beste Qualität. Das heißt, auf YouTube und auf Mixer gibt es oftmals, dass die irgendwie der Stream irgendwie ein bisschen laggt, also das heißt, das Video nicht flüssig verarbeitet worden ist. Ich weiß nicht wieso, vor allem bei YouTube irgendwie nicht, aber die kommt damit nicht klar und bei Mixer funktioniert das auch nicht. Darum werde ich die Streams von Twitch auf YouTube exportieren, das kann man ja. Wenn ihr wollt, dass eure Kommentare vom Stream noch angezeigt werden, dann kommt doch unter Twitch und schaut bei Twitch den Livestream an und schreibt dort hinein, weil da wird es dann auch im Stream angezeigt. Bei Mixer und bei YouTube habe ich noch nicht herausgefunden, beziehungsweise bei YouTube funktioniert diese Funktion nicht, weil die das irgendwie nicht wollen. Und deswegen kann ich halt nur Twitch machen. Mixer habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Also anzeigen könnte ich es theoretisch, aber dann zieht es, dann hat es einfach drei Fenster und das wäre auch, also zwei weitere Fenster und das wäre blöd. Ich will es ja so, dass einfach, wenn jemand einen Kommentar schreibt, eigentlich so die Zeit angezeigt wird, der Username und den Kommentar. Ja, wenn ich 50 Follower auf Twitch habe und natürlich auch drei Zuschauer im Durchschnitt, dann könnte ich hier Twitch-Affilität oder Affilität aktivieren und dann würde ich natürlich wirklich regelmäßig streamen. Mehr als einmal wahrscheinlich pro Woche. Vielleicht so eben Donnerstag wegen Fortnite. Und ich werde vielleicht versuchen, Freitagabend oder schlagt mir doch einen Tag vor, wenn ihr gerne schauen wollt. Mein Problem ist halt, ich bin nicht so ein Abendmensch und deswegen, ja, das mit Streamen am Abend ist für mich eigentlich einfacher, am Morgen zu streamen. Also 6 Uhr, 5 Uhr morgen aufzustehen und einen Stream zu machen. Wäre für mich persönlich eigentlich angenehmer. Ja? Ja, eine Sache ist auch noch das Problem. Es gibt Tage, zum Beispiel jetzt gegen
Oh Mann! Ja. Also es gibt da auch noch ein Problem, das ich gerade momentan auch gerade habe, und zwar das Reden. Also es hat damit zu tun, zwischendurch rede ich nicht gerne, ne? Also da habe ich einfach keinen Bock, am Abend irgendwie noch einen Stream oder eine Aufnahme zu machen und irgendwas zu labern. Oder ich habe das Problem jetzt, dass ich eine Aufnahme mache und mich die ganze Zeit verquatsche, irgendwie völliger Unsinn rede und völlige falsche Worte verwende und ich habe keine Ahnung. Und am liebsten würde ich das komplette Video löschen oder die ganze Aufnahme und noch von vorne beginnen und ich weiß auch nicht, gerade einen Baum fällen oder sowas. Naja. Es regt mich einfach auf zwischendurch, ne? Tut mir leid, Leute. Also vielen Dank fürs Zuhören. Oh, macht's gut, liebe Leute, und tschüss.